Abschluss der englischen Woche für den ZFC Meuselwitz in Rot gegen den Drittletzten der Tabelle Optik Rathenow. Die Zipsendorfer, das Team von Trainer Bergner, unter der Woche mit einem 0:0 bei Chemie Leipzig. Defensiv stabil, offensiv klemmt es gewaltig. Überhaupt die Thüringer 2022 noch ohne eigenen Treffer. Ändert sich auch nach gut 10 Minuten nicht. Rathenow, das Team von Trainer Kadisch, in der Saison bisher nur mit 2 Siegen. Einer davon im Hinspiel, ausgerechnet gegen Meuselwitz. Polikronakis mit der ersten Möglichkeit der Gäste. Farbiges Highlight der ersten Hälfte. ZFC-Trainer Bergner bekommt Gelb, weil er wohl zu viel meckerte. Irgendwie sorgt das aber für einen Hallo-Wach-Effekt bei seinen Jungs. Hansch wird gut 3 Meter vor dem Strafraum gefault. Freistoß. Hiemann dirigiert seine Mauer, nutzt nur leider nichts, denn Müller findet die Lücke darin. Der Ball unhaltbar im kurzen Eck, der 6. Saisontreffer für den Abwehrspieler, einer der Marke optisch wertvoll. Meuselwitz führt zur Pause und Trainer Bergner macht seinen Frieden mit Schiedsrichter Konert. Rund 300 Zuschauer in der Blue Chip Arena. Das Spiel hat sie bisher nicht von den Sitzen gerissen, aber Zipsendorf in Front. Die zweite Hälfte beginnt mit einer Zittereinlage von ZFC-Torwart Hamroll. Faustabwehr misslungen, der Ball flattert durch den Strafraum. Müller klärt vor der eigenen Torlinie. Danach übernimmt Meuselwitz die Spielregie. Schneller Einwurf, Jakubow. Hansch legt quer und der mitgelaufene Eckert muss nur noch einschieben. 2:0 für die Gastgeber, die ihre Torflaute eindrucksvoll beenden. Eckert mit seinem 2. Saisontor. Die 63. Minute. Abschlag Hamroll. Und eklatanter Bock in der Rathenower Hintermannschaft. Hansch ist da und sagt Danke. 3:0 für Rot. Hansch mit Torriecher zu seinem 5. Saisontreffer. Im Duell mit Langner energischer und dann Hiemann ohne Chance. Die Gäste lassen sich aber nicht hängen. Nach Eckball wird Polikronakis im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Klare Entscheidung, Strafstoß. Das gefällt ZFC-Coach Bergner so gar nicht. Muyomo verlädt Keeper Hamroll, der 1:3 Anschlusstreffer für die Brandenburger. Spannung kommt aber keine mehr auf. Meuselwitz hat die Sache im Griff. In der Nachspielzeit noch diese feine Einzelleistung von Jakubow. Mit 4:1 gewinnt Meuselwitz nach 5 Spielen ohne Sieg endlich mal wieder ein Dreier. Die Zipsendorfer weiter Tabellen 14.